Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Es streiten sich echt die Gelehrten. Es gibt auch nicht wirklich den verbindlichen Weg. Wir gehen das mal kurz grafisch durch. So. So, hier hinten ist die Kaufpreiszahlung. Ja? Hier vorne sagen Sie, alles klar, mit Makler und Verkäufer sind Sie sich einig. Sie wollen hier zum Notar. Okay? So. Und entweder haben Sie mit Ihrer Hausbank geschnackt oder mit einem Berater und der sagt, ja, alles klar, Finanzierung steht soweit. Jetzt kommt häufig die Frage, was mache ich denn jetzt als erstes? Ich gehe jetzt zum Notar, unterschreibe dann den Darlehensvertrag oder unterschreibe ich erst den Darlehensvertrag und gehe dann zu. So, da erzählen auch die Notare oft genug ziemlichen Blödsinn. Weil in der Praxis, Sie können jetzt sagen, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich unterschreibe, was weiß ich, schon 8 Tage oder 10 Tage vor dem Notartermin meinen Darlehensvertrag. Ja? Dann ist das klasse. Dann wissen Sie auf jeden Fall, also nicht dieses Darlehensangebot, sondern einen echten Darlehensvertrag. Dann wissen Sie, Finanzierung steht. Es sei denn, wie gesagt, die Bank spinnt rum und sagt plötzlich, da wollen wir die Bank beschubsen. So, dann können Sie sagen, alles klar, und dann gehen wir 5, 6 Tage später zum Notar. Dann ist das alles in trockenen Tüchern. Jetzt passiert Folgendes. Die Ehefrau ist jetzt irgendwie länger krank. Ja? So, und deswegen sagen die Mensch, die ist jetzt, die hat, was weiß ich, die Rüsselpest und deswegen sagen sie, alles klar, kein Problem, wir verschieben den Notartermin um 10 Tage. Ja? So. Jetzt, wer hat mitgerechnet? Darlehensvertrag, zwischen Darlehensvertrag und Notar lagen 8 Tage und nochmal 10 dazu sind 18 Tage, okay? So. Jetzt ist ihr Darlehensvertrag sicher. Jetzt passiert Folgendes, die hat wirklich die Rüsselpest und verstirbt. Jetzt sagt der Ehemann, kann nicht mehr zum Notar gehen. Jetzt haben Sie aber einen gültigen Darlehensvertrag. So, und jetzt können Sie nicht sagen, wie die meisten das denken, ja, Edgy-Badge, liebe Bank, tut mir leid, also ich habe das Haus nicht gekriegt und nehme das mal zurück. Da sagt die Bank, ja, und Sie haben einen Vertrag mit uns eingegangen, Darlehensvertrag. Vertrag. Ja? Ist schön, dass Sie jetzt kein Haus haben oder das ist schlecht für Sie, das tut uns auch leid, aber Sie zahlen uns jetzt eine Nichtabnahmeentschädigung. Ja? Das heißt, die Bank sagt, Mensch, wir haben mit Ihnen ein Geschäft eingegangen, haben gesagt, okay, das lohnt sich auch für uns, sonst wird die Bank das ja nicht machen. So, und jetzt sagt der Kunde, ja, aber ich habe kein Haus. Dann sagt die Bank, ja, das ist Ihr Problem. Und dann berechtigt die Ihnen eine Nichtabnahmeentschädigung, die von der Höhe so ähnlich ist wie eine Vorfälligkeitsentschädigung. Ja? Dann sagt die Bank, wir berechnen den Schaden für die nächsten 10 Jahre, wenn Sie eine 10-jährige Zinsbindung haben. Und dann sind Sie mal locker bei 200.000 mit einer 5-stelligen Summe meistens dabei. Dumm gelaufen. Das heißt, ich müsste das Geld nehmen? Nee, das kriegen Sie gar nicht. Das ist ja das Fiese. Die rücken das Geld ja nicht aus, weil die Sicherheit ist ja nicht mehr vorhanden.
Aber wie können Sie mir denn ein Darlehen geben auf eine Sicherheit, die ich gar nicht habe? Ja. Ich bin auch selber schuld. Nö, das sieht die Bank anders. Und ich sage Ihnen das auch nicht, dass ich das schön finde. Ich sage Ihnen einfach nur, wie die Fakten sind. Ja? So. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn der Nachtotartermin das zweite Mal am 13. Tag ausgefallen wäre. Dann haben Sie zumindest noch ein Rücktrittsrecht und können der Bank sagen, Edgy Bash, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Dann kommen Sie da ohne Kosten raus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!